Aber erstmal will ich, dass ihr hier oben weitergrabt. Während ich mir überlege, wie man daraus Up and Downstairs macht. Armor Stand. Wertige Bars. Nestbox. Ah ja, C, groß C. Up Downstairs sind X. Escape. Up Downstairs sind X. Die können wir auch etwas breiter machen, so. Und die sollen aus Gabbro gebaut werden, so. Und jetzt nochmal mit X Up Downstairs. Soll hier gebaut werden. Auch aus Gabbro. Gut. Das wird dann wieder mein Architekt übernehmen, wenn er mal Zeit dazu hat. Irgendwelche Probleme hier draußen? Was zur Hölle? Es liegen hier alles. Ach du meine Güte. Die Pferde haben sich gegenseitig die Zähne ausgeschlagen. Oh Gott. The fishery worker is fighting. Okay. Okay, die haben sozusagen den Krieg angezettelt. Ich muss die Pferde dringend loswerden. Tut mir leid, da reicht nichts dran vorbei. Die Pferde müssen so bald wie möglich weg, bevor die hier noch mehr solchen Schaden anrichten. Ist das Pferdeblut hoffentlich? Ja. Was liegt da um den alles herum? Rattenüberreste, lecker. Okay. Gut, so wissen das alles. Okay, was machen wir als nächstes? Immer gut planen. Wir müssen die Betten hier abreißen und das Office. Sir, there is more dwarves that have arrived. Ah, excellent. Hopefully someone brought a cat. I love cats. Delicious. Ja, da hat er recht. Es sind wieder Migranten angekommen. Nur zwei Stück? Das würde gehen. Some migrants have arrived, ja. Mal gucken, wie viele hier reinkommen. Eins, zwei. Zwei. Okay. Ein neuer Passant. Und noch ein Fischer. Okay. Naja, halb so wild. Was kannst du als eigentlich noch alles herstellen? Buckler, Trainingssachen, Barrels, Buckets, Animal Traps, Cages, Wooden Armor Stands, Chairs, Floor Hatches. Ich glaube, für Waffen brauchen wir einen extra Workshop, oder? Bower, genau. Bowyer. Den werden wir später bauen müssen, um unseren ersten Armbrustschützentrupp auszurüsten. Gut. Mal kurz gucken. Und überlegen. Wir müssen nämlich auch hier in dem Bereich hier noch eine Verteidigungslinie irgendwann hochziehen. Da sollten wir uns am besten jetzt schon mal ein bisschen Gedanken drum machen,
wie wir das am besten tun wollen. Also ich habe mir schon geplant, eine etwas größere Eingangshalle zu machen, wo dann nur hier ein Dreiersteg ist mit Brücken, die man hochziehen kann, dass die Gegner nicht reinkommen. Und ja, links und rechts Schießscharten, dass meine Armbrustschützen halt Feinde auf der Brücke unter Beschuss nehmen können. Das ist sozusagen die erste Verteidigungslinie, die ich mir für mich vorgesehen habe. Die zweite werden hier ein paar Käfigfallen sein, hier, und ein Umweg für die Karawane, auch mit Brücke. Und irgendwer kann Up and Downstairs nicht weiterbauen. So, jetzt müsste das aber wieder gehen. Und jetzt geben wir auch noch gleich eine neue Designation. Man sieht, hier sind schon Konstruktionen gemacht worden. Also das hier sind keine natürlichen Treppen, wie wir sie bis jetzt immer gemacht haben, sondern gebaute. Wir wollen aber jetzt endgültig nur noch mit Downward Stairs Vorlieb nehmen, also die letzte Ebene. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Und hier noch einmal so. Und jetzt wollen wir das Gebiet hier ausheben. Oh ja, und wir haben Wheelbarrows bekommen. Sehr schön. Die stehen jetzt da alle Gewehr bei Fuß, die werden wir später brauchen. Jetzt erstmal Building oder ich glaube mit Designation geht das. Genau, mit Remove Construction. Habe ich die jetzt alle zum Removen freigegeben? Nein, Remove Building, Remove Building, Remove Building, Remove Building, Remove. Remove. Und die Betten hier auch am besten removen. So. Es werden die Betten und alles wieder abgebaut. Das Bett da wird auch abgebaut, oder? Nein. Remove. Weil die Betten sind auch garantiert der Karawane im Weg. Ne, sind sie eigentlich nicht. Aber ist egal. Habe ich hier noch einen Stockpile? Den sollte ich auch mal removen. So. Stockpile ist weg. Jetzt werde ich die Betten einfach hier mal hier oben aufstellen. Fürs Erste. So, Bett, 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 Bett. Oder ein Bett fehlt, weil das noch nicht abgebaut ist. Aber ich kann auch den Table und den Chair hier wieder platzieren. So. Und das eine Bett fehlt immer noch. Ach, das ist das da. X. So, baue das Bett bitte ab. Denn hier kommen neue Workshops hin, die wir ganz dringend brauchen. Nämlich einmal den... wo ist er? Der schlimmste Workshop eigentlich, nämlich der Butcher. Also der Schlachter. Und daneben kommt noch der Tanner, der das Leder verarbeitet von den geschlachteten Tieren. So. Und warum übernimmst du dann... Ach nee, du bist der Stonecrafter. So, jetzt brauche ich jemanden, der das für mich übernehmen kann, das Schlachten und Tendern. Ja, nehmen wir doch einfach den... Genau, nehmen wir den Herbalist oder den Farmer. Der kriegt dann nämlich besondere Aufgaben. Ne, nehmen wir ihn hier. Den Presser. View Creature erst einmal.
Und da wird Y customized, der kriegt nämlich von mir jetzt eine Profession, nämlich ist er jetzt der Trash-Ten. Also der Trasher und Tenner. Was der Trasher macht, erkläre ich euch später mal. Aber er hat jetzt die Aufgabe, erst einmal zu butchern und zu tennern. Okay. Farming. Kriegt er das Pressing erstmal raus. So, denn er kriegt erst einmal Farming related, Fishing related, nein. Metalsmithing, wo ist er denn? Hunting related. Das müsste doch bei Farming sein. Einmal das Butchern und einmal das Tennern. Und weil wir so es gleich machen, kriegt er noch das Threshen dazu. Und zwar das Plant Processing ist das Threshen. Dann macht er nämlich zum einen aus Pigtail, macht er uns dann, kann er uns Stoffe machen. Zum anderen kann er uns aber auch aus sogenannten Quarry Bushes, die wir aus Rocknut kriegen, also die durch Rocknuts wachsen, kann er uns Quarry Leaves gewinnen, die wir dann eben verkochen können. So, Bett bauen. Ah, da liegt ein Stein. Räumt mal jemand den Stein aus dem Weg. So, genau. Der Stein wurde aus dem Weg geräumt und... Ach ja, wir müssen hier jetzt noch das Büro wieder zuweisen. Nicht so groß. So groß reicht auch. Und die zuweisen an unseren Leader. So. Sehr gut. Also die ersten Sachen sind schon mal erledigt. Hier haben wir jetzt schönen Lehmgrund. Silty Clay. Silty Clay Wall und auch roten Clay. Aber das ist kein Problem. Hier können wir jetzt dann unsere Farmen errichten. Hier haben wir auch ein Stückchen Clay, aber das meiste ist... ist eben Stein und das ist dann halt nicht so vorteilhaft, weil wir brauchen Clay für, oder Erde für unsere Farmen. Das vertrocknet alles auf den Farmen. So. Jetzt gebe ich als letztes erstmal noch den Auftrag hier unten zum Freiräumen wieder. Falsch. Designation Mining. Von hier nach hier den Auftrag wieder, hier ein Gebiet freizuräumen. So. So, bis zum nächsten Mal, weil ich jetzt hier erstmal einen Cut mache, werde ich den Leuten hier neue Arbeiten geben und ihnen auch neue Jobs zuweisen, weil so viele Fischer brauchen wir nicht und eigentlich reicht gerade mal ein Fischer. Glassmaker. Ich weiß gerade gar nicht, braucht man eigentlich... Ja genau, man braucht eine Fischerie, um den Fisch überhaupt zu verarbeiten. Sonst bleibt er nämlich als roher Fisch übrig. Z. Cavefish. Haben wir gerade mal noch zwei Stück. Aber ich glaube, unverarbeiteten Fisch haben wir noch jede Menge. Prepared Food, Seed, Plant, Fish Barrel, genau. Mit Dings, View Items in Buildings können wir ja auch mal drüber fahren. Nö, können wir nicht. K, wir müssten normalerweise mit K gucken können, was Inside ist. Genau, Fish View. Genau, Row Pond Turtle, Row. Zwei Cavefish und noch mehr Pound Turtle. Also hier sind Sachen drin, die gar nicht verarbeitet wurden. Dafür brauchen wir erst eine Fischerei noch. Die können wir da dazwischen quetschen noch erstmal, bis wir die Küche und die Brauerei um zwei nach oben verlagert haben. Also hierher. Hier kommen dann nämlich unsere Küche und so weiter hin.
Und hier kommen dann die Sozialräume, also ein großer Essensraum und Schlafzimmer hin. Und hier unten dann langsam die handwerklichen Sachen, also Steinverarbeitung, Holzverarbeitung wird alles nach unten verlagert. Aber das ist dann, wie gesagt, alles erstmal für die nächste Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch jetzt mal so weit gefallen, was ich euch gezeigt habe, der kleine Start. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Also bis dann.